Die Spreewaldtherme Burg präsentiert den FC Energie Cottbus vor dem nächsten Heimspiel. Irgendwie scheint beim FCE gerade die Luft raus zu sein. Trotz guter Leistung stehen in diesem Jahr nur 2 Punkte auf der Habenseite. Kein Wunder also, dass Trainer Rudi Bommer das Thema Aufstieg vorerst auf Eis gelegt hat. Motivationsprobleme scheinen es aber nicht zu sein. Wenn man gerade das letzte Spiel sieht beim FSV Frankfurt, wie man dann aufgetreten ist, wie die Mannschaft sich die Situation da oder die Chancen erspielt hat, bin ich der Meinung, dass das gerade auswärts mit ein sehr gutes Auswärtsspiel war, was wir da bis jetzt auch hingelegt haben in der Saison und wir eigentlich die 3 Punkte verdient hätten. Ich habe jetzt nicht den Eindruck im Training gehabt, dass da die Luft raus ist. Die aktuellen Ergebnisse spiegeln sich auch auf der Tabelle wider. Mit 31 Punkten liegt die Mannschaft derzeit nur noch auf Rang 7. Da scheint der kommende Gegner genau zur rechten Zeit zu kommen. Jahn Regensburg ist mit nur 16 Punkten Schlusslicht der zweiten Liga. Was den Cottbusern entgegenkommen dürfte, ist die Regensburger Defensive. 40 Treffer hat der Gegner bereits kassiert. Das größte Problem beim FCE sind aktuell nämlich die Ladehemmungen vorm Tor. Seit 4 Spielen haben die Cottbusser nicht mehr getroffen. Das muss sich ändern. Es wird ja viel von außen eingetragen in ein Team. Ja, aber das schon mal auch, wo jeder Spieler dann auch seine Überlegungen anstellt, was ist jetzt passiert. Und dadurch kann auch schon mal eine Blockade passieren bei einer Mannschaft. Ja, dass man dann sagt, oh, die schießen ja keine Tore mehr. Oder die Frage, wer schießt denn eigentlich die Tore bei uns dann letztendlich? Ich denke, da haben wir auch vorgegriffen und wir haben da versucht, auch eine gewisse Lockerheit an den Tag zu legen. Ja. Ein paar Spaßfaktoren einzubauen in der Woche, dass man eben nicht verkrampft. Aber wir haben, ich denke, immer noch eine gute Offensive, egal wer dann da auf dem Platz steht, um letztendlich dann auch die Tore zu machen. Und ich bin davon überzeugt, dass es machen werden am Sonntag. Definitiv nicht dabei ist Ivica Banovic. Er sitzt seine 5. gelbe Karte ab. Dafür wird Daniel Adlung nach überstandener Sperre wieder ins Team rücken. Wer am Sonntag spielen wird, will Rudi Bommer noch nicht verraten. Eins ist aber klar. Wir spielen zu Hause. Und wir gehen vorne drauf, das ist sicher. Der FC Energie Cottbus wurde präsentiert von der Spreewaldtherme Burg. Verschenken Sie Wellness und Entspannung. Gutscheine können Sie telefonisch oder per E-Mail bestellen. Nutzen Sie auch unseren Online-Shop unter spreewaldtherme-shop.de.